Weil am 23. Juni 2009 Wasser ins Zentraldepot der Albertina eingedrungen ist, sind alle Kunstwerke ausgelagert worden. Jetzt hat die Rückführung begonnen. Jetzt mit der Rückführung, der Sammlung, der Rücklagerung der Sammlungen und den weiteren Materialkosten werden wir weitere 450.000 Euro ausgeben, sodass wir dann doch Kosten haben, die knapp 1,7 Millionen Euro betragen. Der Robot war nicht die Ursache für den Wassereinbruch. Der Robot ist eine Entscheidung gewesen, die zwar lang vor mir gefällt worden ist, aber zu der heute weiterhin alle Spezialisten und alle Mitarbeiter der Albertina stehen. Und das hat nicht nur pragmatische Gründe, weil es erlaubt, auf engsten, geringsten möglichen Platz eine so große Sammlung unterzubringen, sondern auch aus konservatorischen Gründen. Wir haben eine erschütterungsfreie Bewegungsmöglichkeit der Objekte heute gegeben, die es früher nicht gegeben hat. Bleibt zu hoffen, dass die neue Isolierung des Tiefenspeichers Bestand hat, denn dort lagern 1 Million Kunstwerke.